Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Dieses Zitat aus Goethes Faust beschreibt den Zwilling recht treffend. Gemeint ist damit nicht, dass er zwei Gesichter hat, sondern die häufige innere Zerrissenheit des Zwillings. Richtig, falsch, ja oder nein, grün oder blau. Entscheidungen zu treffen ist nicht gerade seine stärkste Seite. Und hat er sich erst durchgerungen, ist er mit Sicherheit mit der getroffenen Entscheidung nicht völlig zufrieden. Zuweilen stürzt er aus seiner eigentlich optimistisch gefärbten Sicht der Welt in eine Phase der Selbstzweifel und Melancholie. Dann lasse man ihn lieber in Ruhe. Er ist mit sich beschäftigt und kann zu diesen Zeiten recht unbequem werden. Der Zwilling ist nicht neugierig. Er ist nur an allem interessiert und saugt Wissen wie ein Schwamm in sich auf. Allerdings hält sein Interesse an einer Sache selten lange an. Schließlich gibt es noch so vieles zu erkunden. Er hat lieber ein breit gefächertes Allgemeinwissen, als ein Spezialist auf einem Gebiet zu sein. Auf einer Party oder einer Menschenansammlung wird man den Zwilling schnell herausfinden, da er sehr gerne redet, dabei gestikuliert und seine Augen durch den Raum schweifen lässt, damit ihm nichts entgeht. Von Merkur, dem Herrscher der Zwillinge, hat er die Gabe der Kommunikation erhalten und er liebt es zu sprechen, Wortspiele zu spielen oder Spitzfindigkeiten zu erfinden. Dabei kann es vorkommen, dass er seine Mitmenschen verletzt. Dies geschieht in den seltensten Fällen aus Böswilligkeit, aber der Zwilling kann einer Spitzfindigkeit nicht widerstehen. Es ginge gegen seine Natur. Eine solche Spitze gegen ihn nimmt er durchaus nicht übel, denn er kann über sich selber lachen und bewundert das Genie, das einen Wortwitz hervorbringt. Die Faszination der Worte macht sich auch in ihrer Partnerwahl bemerkbar. Ihre bessere Hälfte sollte ihre Worthöhenflüge zu schätzen wissen und nicht sofort gekränkt reagieren, wenn der Witz sich gegen ihn richtet. Schwülstige Liebesschwüre und Beteuerungen machen ihm Angst. Fast genauso wichtig ist für die Zwillinge ihre Freiheit. Sobald sie an der Leine gehalten werden, und mag sie noch so lang sein, wird sich ein Gefühl des Unwohlseins einstellen und sie werden versuchen, dem Freiheitsentzug zu entkommen. Lässt man ihnen ihre Freiheit, haben sie keinen Grund zu gehen. Der Zwilling ist wie ein Kind und egal wie alt er auch wird, er wird immer etwas finden, was es zu entdecken oder zu bestaunen gibt. Und wie bei einem Kind ist Verantwortung etwas, das andere besser übernehmen können. Obwohl flatterhaft und kindlich, kann er starke ethische Erbegriffe haben, an denen er festhält. Sie sind neugierig geworden? Sie möchten auch etwas über die Charaktere Ihrer lieben Mitmenschen erfahren? Dann klicken Sie auf den hier aufgeführten Link oder Sie besuchen uns unter www.mental-shop24.de.